Glück auf, meine Freunde! Was geht ab? Ich begrüße euch zum dritten Turnierspiel gegen Antheas. Hallo Antheas. Hallo. Und als Beobachter diesmal Kors und Bladarino mit dabei. Hallo. Hallo. Und ich darf wieder die Orks spielen, Antheas darf die Menschen spielen. Und das ist sozusagen das Spiel um den Gruppensieg. Und ich sehe Antheas etwas vorne mit den Menschen, aber mal sehen. Mal gespannt sein, ne? Ja. Gut. Aber es sagen, geht. Gut, dann switch ich. Legen wir los. Raum um und es kann dann losgehen. Bis gleich. Channel switched. So, jetzt muss einer noch das X drücken hier, Kors. Ist ich bereit? Ist Kors muss bereit gehen, okay. Channel switched. So. Oh Gott. Gegen Menschen. Und Antheas ist richtig gut mit den Menschen. Okay, ich spawn unten. Was gibt's hier? Hier gibt's viele Spinnen. Ah, schade, dass sie den ungezähmten Verbündeten rausgenommen haben, weil hier gibt's auch Drachen. Gibt's leider nicht mehr hier in der Version. So, ich denke, ich nehme vielleicht die gleiche Taktik nochmal hier über die Fledermäuse. Puh. So, hier sind auf jeden Fall Spinnen hier oben. Wir wären dann fertig. Baut! Ich überlege, ob ich mir die Leuchtfeuer direkt holen soll, weil ich glaube, die sind nicht direkt bewacht. Ich glaube, wenn ich da hochgehe, dürfte ich keinem Creep begegnen. Haltet euer Werkzeug bereit. Hier müsste ich wieder einen Tunnel graben. Ihr wisst, was zu tun ist. Noch mehr Ork-Krieger. Zu Befehl. Hier dürfte ich eigentlich auch keinem Creep begegnen, weil die Creeps sind ja hier. Sammeln. Kommt schon. Da draußen wütet ein Feuerdrache. Ja, der Feuerdrache ist hier irgendwo. Wir haben eine neue Höhle. Das Gebäude ist fertig. Ihr werdet nicht gefaulen. So, ich werde... Warte, wo sind wir? Hier. Da irgendwo noch einen Tunnel hinkramen. Bewegt euch, ihr Maden. Jetzt haben wir das Gebäude. Zu Befehl. Bewegt euch. Ja, genau, da ist der Drache. Den kann ich noch gar nicht creepen. Die Bogenschützen sind hier. Noch mehr Ork-Krieger. Macht euch wieder an die Arbeit. Das neue Gebäude ist fertig. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja, wir haben das Gebäude eingenommen. Haltet euch von dem Feuerdrachen fern. Die Spinnen sind bissig. Ich glaube, ich kann die jetzt hier creepen, wenn ich hier zack. Sammelt euch!
ein Gebäude fertiggestellt. Bereit? Beeilt euch! So, weiter spammen, hier kann ich ein Sägewerk hinbauen. Hier baue ich noch eine Ohrgrube hin irgendwo. Ach, der hatte schon hier. Der hat schon eine mega Armee hier. Ja, zieht euch zurück. Der hat gar keine Chance gegen eine Menschenarmee. Das ist halt krass hier. Brauche ich hier einen Ork-König noch? Ja, zack. Werden die eigentlich auch ausgebildet? Ja. Hallo, ich hab dich hier. Die haben halt einfach keine Chance hier, scheiß Orks. Hat auch keine Fähigkeitspunkte, das ist krass. Das ist wirklich knifflig gegen Antares. Was sollen wir tun?
Wir haben eine neue Knuffe. Erleicht euch vor mir, ihr Lagerentdecken. Wir werden sie überrennen. Sie greifen an. Noch mehr Hornkrieger. Bring nicht auf. Mögen. Genau, Spinnen. Alter, bitte. Kann ich hier irgendwas, was eine Führerschaft gibt, kann ich halt nichts bauen. Oder, keine Ahnung. Ich habe ja immer volle Kommandopunkte, aber kein... Ja, 1000 Brocken an mir. Truppen können wir nicht verständigen. Was sollen wir sonst noch bauen? Ich den Los, weiter! Alter. Dieses Land wird uns angegriffen. Du da! Hinein! Wir wären dann fertig! Legt es in Schutt und Asche! Wir werden sie überrennen! Ich höre noch mehr Ortkrieger! Es gehört! Euer König spricht! Wir haben viel zu tun! Mach dich nützlich! Wir werden sie überrennen! Reißt es ein! Erneigt euch vor mir, ihr dieser Flaggen! Wir kämpfen! Los, ihr Halbtrolle! Bewegung! So. Mein Ork-König hat sich jetzt etwas leveln können. So, 1000 brauche ich. Was? Macht sie bereit! Euer König! Da ist der Feind! Was sollen wir tun? Sie drehen sich die Stützpunkt! Sie greifen uns an! So, jetzt brauche ich Rohstoffe für den Drachen. Unsere Bogenschützen sind bereit. Vernacht mir euch vor mir.
der hat schon Katapulte, das ist auch nervig. 2000. Aber bekomme ich jetzt so schnell 2000 Rohstoffe? Ah. Achtung, Spinnenreiter! Sie geben Platz auf! Noch. Die Bogenschützen sind her! Was war das? Bereit, los! Wir brauchen mehr Rohstoffe! Euer König spricht! Wie kosten die 500? Haben wir auch noch eine Truppe von denen hier? Wie lange braucht er noch? Viertels. Los, ihr Halbtrolle! Bewegung! Der Feuerdrache ist los! Das Gebäude ist fertig! Wir haben viel zu tun! Mach dich nützlich! Puh, so. Ich nehme mir mal auf 3. Alter. Okay. Dieses Land wird uns gehören. Noch mehr Hohlkrieger. Der mit seinem scheiß Tom. Wo ist denn der? Oh Gott. Dieses Land wird uns gehören. Macht euch bereit. Wir werden sie überrennen. Ja, dann zweite Kluft hierher. Ja, eins hiervon. Jetzt kann ich wieder 2000 sparen. Achtung, Spinnenreiter!
Schützen sind bereit. Noch mehr Orks, ihr Maden. Wir haben eine neue Kluft gegraben. Wir haben den Feind gefunden. Der Feind greift uns an. Dieses Land hat uns gehören. Ich höre. Ah, das ist geheilt. Hier schon, ne, hab ich schon nicht. Ein neuer Riese erhebt sich. Sie geben nicht auf. Bewegt eure Beine. Speere. Das neue Gebäude ist fertig. Noch mehr Orkkrieger. Die Bogenschützen sind hier. Hallo, ich hab hier doch. Alter, der trefft das Ding einfach nicht. Der mit seinem scheiß Gandalf hier. Muss auf den Balrog warten. Jetzt haben wir auch noch meinen König. Shit.
So, noch. Was macht eigentlich mein Ork-König? Ist auch bald wieder da. Kommt er hier mit seinem... Jetzt kommen wir mit seiner Scheiße mit der Toten. Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! Kommt schon! Mach dich nützlich! Ach. Das Sägewerk wird angegriffen! Die Minen werden angegriffen! Wir haben eine neue Kluft erschaffen! Verteidigt das Lager! Hier geht es immer Arbeit! Befreit drei Posaunen! Achtung, Spinnenreiter! Macht Platz! Noch mehr Ork-Krieger! Gut, zurück an die Arbeit! Sie sind überall! Zu Befehl! Sie greifen die Mine an! Wir haben eine neue Kluft gegraben! Sie greifen das Lager an! Ah, damit sein. Wir haben eine neue.
sonst noch bauen? Ich weiß, ich weiß. Noch mehr Ork-Krieger! Die Bogenschützen sind hier! Ich dachte, wir sind fertig! Wir haben die Klüfte! Macht euer Werkzeug bereit! Unsere Bogenschützen sind bereit! Gefaulet. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Das Gebäude ist kein guter Platz. Hier wird nicht gefaulet. Los, ihr Halbtrolle. Bewegung. Er fällt drei von an. Die Bogenschützen sind. Der mit seinem Scheiß verloren. Oh, und der. Was macht denn der? Ich. Ja. Ach, der König ist gefallen! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Das neue Gebäude ist fertig! Der Feind! Die Höhle ist bereit! Wir haben eine neue Höhle! Der Feind ist mit unserem Lager! Schnell weg von der Mine! Unsere Bogenschützen sind bereit! Der Drachenfürste ist in Gefahr! Verteidigt den Baumeister! Wir haben einen Baumeister verloren! Sucht einen neuen! Wer sind diese wilden Orks? Habe ich hier noch Truppen drin? Hey Baumeister, an die Arbeit! Noch mehr Ork-Krieger! Das Auge Baumeister sind hier! Ihr wisst, was zu tun ist, Ruhe jetzt! You were moved. Die Runde ist vorbei, ihr Lieben. Okay, schon eine halbe Stunde um? Ja. User was moved to your channel. Das war's. Schon vorbei? Ja, 30 Minuten sind rum. Ja, toll. Ich bin gerade dabei in aber Andreas, ja, du hast gewonnen. Dich. Wir beglückwünschen dich zu dem Sieg. Du hast gewonnen. Auf jeden Fall. Du hast einen sehr guten Moment, Start. Moment, bevor wir hier verlassen, will ich wenigstens noch das Erdbeben in seine Base setzen. Was bist denn du, Andreas? Ich? Menschen? Menschen gegen Orks. Meine Güte, du bist doch Beobachter, oder? Ach nee, warte mal. Nee, er ist nicht Beobachter. Ich bin Beobachter. Ich dachte, du wärst auch Zwerge gewesen. Nein. Ja, das hat Andreas gewonnen. Ja. Aber wie ist das jetzt mit der Punkteverteilung? Ist das jetzt kompletter Sieg? Das zählt als unentschieden, aber weil ich am Gewinn war, kriege ich einen Punkt mehr. Ja, genau. Also genau, du hast auch auf jeden Fall den besseren Start gehabt. Ist ja auch egal, weil ich habe beide verloren, also ist Andreas als erster weiter, also spielt gegen den zweiten aus Gruppe 2 dann. Genau. Und Geo gegen den ersten aus Gruppe 2 oder 1. Und werde ich meinen Timer mal neu starten? Guck mal bitte ganz kurz auf meine Rohstoffe. Du hast sehr viele Rohstoffe an. Du hattest zwischendurch schon 10.000. Hast ich habe jetzt schon wieder 15k. Ja. Schönes Ende noch am Anfang. Jetzt den Dante macht, finde ich auch nicht so toll. Die Minen Geo ist noch nicht tot. Nee, Geo ist noch nicht tot. Er hat irgendwo noch eine Orkgrube stehen. Ja, der baut noch eine Orkgrube auf. Er hat sogar noch ein Gebäude. Genau, er hat noch ein Gebäude. Tja, was machen wir da? Wir machen erstmal seine ganzen Rohstoffe kaputt, ne? Einfach Elfenbeinturm. Hab ich schon, aber der lädt gerade nach. So. Ihn erstmal quälen. Aber schönes Game war es auch. Eigentlich erstaunlich, dass Geo das verloren hat, weil er hat von Anfang an eigentlich beide Leuchtfeuer. Richtig, ja. Beide? Ja. Beide. Oben und unten direkt mal eingenommen. Er ist direkt hochgelaufen.
Zum oberen und dann auch noch zum unteren. Ah, das erklärt, weshalb seine Fähigkeiten schneller einsatzbereit waren. Aber ich hatte halt einfach den Vorteil mit den stärkeren Fähigkeiten. Ja. Ja, vor allem seine Fledermäuse wurden direkt von deinen Bogenschützen rausgefokust, also. Du hast auch natürlich viel schneller Fähigkeiten bekommen, Andreas, weil du halt viel zerstört hast und viel weggebercht hast. Also mit Verstecken wird jetzt noch ein paar Minuten dauern. So, eins haben wir schon mal gefunden. So, so. Ja, durch gut. Die Gänge kann er aber ewig abhauen, also das können wir eigentlich beenden. Okay, dann mal, ist das jetzt 2 Punkte für dich, 1 Punkt für mich. Mhm. Ja, genau. Doch. Okay. Das Gebäude ist auch weg. Ich bin immer noch im Game durch, ich guck immer noch zu. Sieht's denn eigentlich bei eurer Gruppe aus? Also wir sind auch durch. Gewonnen hat Schrägs mit 5. Dann 4 hat, wie heißt er nochmal? Tallinn. Und ich bin mit 0. Das heißt, wir beide spielen gleich nochmal Blade. Okay. Und ja, machen da nochmal den 5. Platz so gesehen aus. Und dann kommen jetzt noch gleich noch die Halbfinals. Wir sind jetzt nach Zeit, sind wir jetzt bei 2 Stunden circa. Allerdings würde jetzt theoretischerweise, wenn man das wirklich auf 8 Gruppen, beziehungsweise auf, ja, wie soll man sagen, also 4 Leute pro Gruppe halt ausrichtet, würde jetzt eigentlich noch ein Gruppenmatch stattfinden, theoretisch. Also mit Gruppenphase kann man schon fast, 2 Stunden, 3 Stunden kann man da schon fast rechnen eigentlich. Okay. Nee, wobei, Quatsch, nee, die Gruppenphase, nee, Quatsch, wir haben ganz normal 3 Spiele. So soll es eigentlich auch sein. Nee, nee, Gruppenphase ist dann wirklich nach 2 Stunden beendet, weil wir mussten ja jetzt einmal mit Zuschauern machen. Also einer konnte ja jetzt immer nicht spielen. Passt dann schon von der Konzeption her. So, das müsste jetzt aber die letzten Gebäude sein, oder? Lass mal im Gucken, bin noch da. Ei, ich hab noch eins. Ja, Gio hat noch eins. Aber halt keinen Baumeister. Da muss ich jetzt mal... Willst da unten ist noch... Ich weiß auch, wo es steht, aber ich sag's nicht. Ja, ich weiß, es ist eh verloren. Das hast du gerade eben erst gebaut, weil jetzt sehe ich nämlich auf Anhieb nichts mehr. Nee, das habe ich sogar länger, als es da oben gehabt. Du hast auch einen Elfenbeinturm, das siehst du doch alles. Ja eben, deswegen suche ich auch gerade. Beziehungsweise der Elfenbeinturm ist gerade wieder am Nachladen. Da unten? Ja. Du willst mich doch verarschen! Da unten? Ja gut. Total geschockt. Jetzt geht er runter. Mit der fetten Armee. Ich würde eine Armee der Toten darunter beschwören, aber die ist noch am Nachladen. Ja, das ist dann nicht so super. Schöne Armee, aber die da runterläuft. Ohne Baumeister wird das ja eh nicht mehr. Wow, ich hab Rohirrim Stufe 10, das sind Elite-Kämpfer. Hammer! Okay, wir sind... Wow. Schick dir noch Truppen entgegen dann. Ist okay. Ist okay, dann habe ich wahrscheinlich wieder meine tote Armee, dann geht's denen gut. Ne, und so. Paranormal Activity. Noch mehr Ork-Krieger! Habt ihr das gehört? Ach ja, ein paar Orks gegen die Pferde, das passt ja. Ja, hier vergiftete Klinge. Ich dachte, jetzt kommen die Arbeiter. Hab ich auch gedacht. Die Elite der Elite. Nee, ich hab keinen Holzhacker mehr, der dabei zerstört. Schön preiswert. Nicht die Elite. Ich hatte eigentlich gehofft, mein Gandalf noch auf Game 10 over. Zu kriegen. Das war's. Aber na gut, jetzt habe ich Boromir auf 10 und Aragorn auf 9. Das tut auch seinen Zweck. Geil, ey. War richtig cool. So, jetzt muss ich hier mal gucken, was hier alles in der Zwischenzeit passiert ist. Eine ganze Menge. Alter! Jetzt schon. Okay, dann kommt das morgen, das ist auch okay. Nicht morgen. Na, du weißt schon, Montag. So. Okay, 19:30. Warum ist bei mir ist Sitzungsdauer 2 Minuten kürzer als bei dir? keine Ahnung. 36 Minuten. Geht ja noch. Okay, ohne das komische Krebsgespiele wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen kürzer geworden. Also wenn ich jetzt nochmal der Beobachter bin, dann habe ich jetzt hier den Timer auf jeden Fall parat. Jo. Habe ich mir jetzt gerade hier eingestellt. Ich habe meinen Finger die ganze Zeit auf Starten. Kannst du dann schon mal die Mannschaften für Dü und mich auslosen?
Also, nochmal kurz, wer spielt jetzt gegen wen? Also, wie ist die Platzierung jetzt bei euch gewesen? Also, ich bin auf 1 und Talin ist auf 2. Geh kurz auf Toilette, in der Zeit könnt ihr ja planen. Also, spielt Geo gegen Schree und Talin gegen Antheas. Ja. Sollen wir dann noch ein Ehrenspiel dann Bladarin gegen Dühe machen, oder? Das hatte ich vor, weil ich würde schon gerne auch bei euch dann zugucken. Wollen wir jetzt erst das Ehrenspiel machen? Ja, dachte ich nämlich. Okay. Ah, ich werde erstmal die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal dann. Hier nochmal die Statistiken. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.